Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Hallo! Ja, wir haben, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, geht es momentan auch in Thailand ein bisschen drunter und drüber. Ja. Wir haben uns heute Abend mal die Zeit genommen, uns in Pattaya und Chom Thien ein bisschen umzuschauen, um einfach mal zu sehen, ja, wie sieht es hier wirklich aus, wie ist die Situation im Moment, ist es denn wirklich so dramatisch, wie überall beschrieben wird, oder ist es eigentlich ein bisschen anders? Kleiner Hinweis noch, die Bilder im Hintergrund sind nur zur Illustration, damit ihr unseren Podcast nicht vor einem leeren Bildschirm anschauen müsst, sondern auch ein paar Bilder habt. Mehr ist es heute nicht. Ja. Ja, wir hatten jetzt gerade mal so eine kleine Rundtour gemacht. Also Shoppingcenter, Restaurants und so weiter, Bars, alles noch geöffnet, alles im normalen, schwachen Betrieb. Ja. Aber da ist nichts weiter geschlossen, da ist nichts zugemacht. Von Lockdown auch noch nichts zu sehen. Allerdings sind überall die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen mehr hochgefahren worden. Also wird jetzt ein bisschen strenger kontrolliert. Desinfektion überall, Temperaturmessung überall. Die Leute sind also ein bisschen mehr hinterher, auch mit Adresse aufschreiben und so weiter. Wenn man vorher sich da mal so durchschlängeln konnte oder ohne App und so weiter ins Shoppingcenter gekommen ist, das funktioniert heute nicht. Ja. Ja, auch bei uns so im Kondominium wurden Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Mhm. Man merkt zum Beispiel, dass die Pools geschlossen worden sind. Geht nur eine Seite, ne? Man kommt nur noch über einen Haupteingang rein, wo also dann auch die Schuhe desinfiziert werden müssen, wo die Temperatur gemessen werden muss. Aber ansonsten ist es auch keine große Veränderung. Noch nicht ganz schlimm. Es ist noch nicht so schlimm, wie es am Anfang des Jahres war. Es geht noch. Natürlich. Es ist deutlich leerer auf den Straßen geworden. Mhm. So, man merkt also auch, dass die Kondominiums, Hotels alle relativ dunkel sind. Und ja, was sollen die Leute auch hier machen? Aber du weinst jeden Tag immer neu. Ja, deswegen alles, was wir jetzt heute aufnehmen, könnte morgen früh natürlich schon wieder, wenn ihr das Video seht, vielleicht über Nacht, schon wieder völlig die falsche und die alte Information sein. Aber das ist mal der Stand heute. Wir können nicht planen. Man kann nichts planen und auch alle Festivitäten natürlich sind abgesagt worden. Also alle Neujahrs-Countdowns, die ganzen Konzerte nicht mehr. Sind nicht mehr da, wurde aber auch bekannt gegeben. Ja. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Leute auch die ganzen Banner, Poster und so weiter von der Straße wieder entfernt haben. Mhm. Da wird also dieses Jahr auch nicht viel passieren. Ja, so. Traurig. Es ist traurig und es wird natürlich auch die Touristen, die geplant hatten, jetzt über die Feiertage herzukommen, die wird es natürlich auch weghalten, weil jeder ist momentan so ein bisschen in so einer Panikstimmung, Angststimmung, versucht sich halt zu informieren, versucht zu schauen, wie schlimm was ist, wie, wo, was. Man weiß ja immer nicht ganz genau, man bekommt ja auch keine wirklichen Informationen, sondern nur das, was man hören soll, hören darf. So, und dann ist natürlich die Verunsicherung bei den Leuten sehr, sehr hoch. Man merkt halt so ein bisschen auch, die Leute gehen wieder mehr auf Distanz. Wenn man jetzt so ein bisschen am Beach rumschaut, dort sitzen nicht mehr so eng bei eng, sondern jeder versucht so ein bisschen Platz ab und Abstand zu halten. Komische Entwicklung, aber das war hervorzusehen, ne? Ja. Ja, wie wird das für uns weitergehen? Für uns, wir beobachten das natürlich auch die nächsten Tage, wie das sich hier entwickeln wird. Wir müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen auch schauen, okay, jetzt großartige Restaurantbesuche oder irgendwelche Veranstaltungen gibt es ohnehin nicht. Da mit vielen Leuten zu besuchen, werden wir mal auch lieber meiden. Ich sage mal so, die große Angst vor dem C haben wir nicht. Wir haben mehr Angst davor, die Reaktion der Leute, die Reaktion von Behörden, Ämtern und so weiter. Das ist viel kritischer. Ja. Und damit wird es also auch vielleicht ein bisschen ruhiger auf unserem Kanal in den nächsten Tagen. Wir haben noch ein bisschen was in der Reserve, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Allerdings jetzt aktuelle Bilder oder was wir jetzt geplant hatten, so für Weihnachten und so weiter, Neujahr, das wird wahrscheinlich alles ins Wasser fallen. Vergessen, wir sind alle. Ja, vielleicht fällt uns noch irgendwas ein, weil wir leiden natürlich unter Entzugserscheinungen, wenn wir einen Tag hier keine Videos machen können. Nur ob es spannend ist, uns beide auf dem Sofa sitzen zu sehen zu Hause, das wissen wir auch nicht so genau. Aber das ist ja so, wie die Feiertage wahrscheinlich hier auch ablaufen werden. Großartig rumreisen geht auch nicht. Ja. Wir sind froh, dass wir die Bangkok-Tour schon gemacht haben. Geht noch, ne? Letztes Mal. Das ging noch letzte Woche, da hatten wir Glück gehabt.
Diese Woche würden wir die Tour natürlich absagen, dann würden wir nicht fahren, das ist Quatsch. Ja. Weil man halt auch nicht genau weiß, gibt es irgendwo eine Quarantäne, gibt es irgendwo einen Lockdown, wo man dann zufällig mit dem Bus reinfährt. Nee, das Risiko ist viel zu groß. Und wie gesagt, nicht das Risiko mit dem C, sondern das Risiko halt, dass es Repressalien gibt und so weiter. Das ist viel, viel schlimmer. Und das siehst du auch an den Leuten, die hier jetzt unterwegs sind. Jeder ist so wieder so verhuscht, jeder ist wieder so ein bisschen ängstlich. Es muss alles ganz genau temperaturgemessen, muss ganz genau desinfiziert werden, alles. Unser Konto hier auch wurde komplett wieder ausgesprayt hier mit so einem, ja, wie nennt man sowas, ja, mit irgendwelchen Gift oder irgend sowas, haben sie die Gänge gesprüht und überall. Okay, der Panikmodus funktioniert natürlich auch, aber lieber ist es ein bisschen mehr Vorsicht, als später dann zu sagen, naja, hätten wir mal gemacht. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn solche Geschichten passieren. Alles andere sollten wir hier nicht bearbeiten. Das ist nicht der richtige Kanal, um da eine andere Meinung zu haben. Ja. Soll man vorsichtig sein. Ja, das soll es auch schon für das kurze Video heute gewesen sein. Viel mehr gibt es eigentlich auch zu der ganzen Situation hier im Pattaya Jomtien nicht zu sagen. Wir halten euch auf den Laufenden, wenn es Veränderungen gibt, das ist ganz klar. Ja. Gibt natürlich auch viele andere Medien, die noch berichten werden drüber. Aber zusammengefasst, nicht ganz so schlimm wie im Frühjahr. Aber auch nicht so gut wie vor 2 Wochen noch ungefähr. Denke langsam besser, aber jetzt wieder runter. Ja, ja. Schade für die Leute, schade auch die, die jetzt schon ein bisschen sich gefreut hatten. Die Wirtschaft geht wieder ein bisschen hoch, der Tourismus, wenigstens der Lokale wird angekurbelt. Ja, war wohl nichts. Bleibt uns wie überall auf der Welt nur das Hoffen, dass es irgendwann mal wieder, ja, bessere Zeiten gibt, ne? Ich habe gehört, alle Absagen bei Hotel, ne? Ja, die Stornierungen in den Hotels sind groß, ja, ja. Keine Leute, wie nur normale Urlaub hatte ja so viel Countdown oder Neujahren, jetzt Absagen. Genauso ist das, ja. Okay, liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch den Kanal, liked die Videos, kommentiert, diskutiert mit uns und wir freuen uns, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis bald, tschüss! Tschüss!